Ja, wir gehen langsam aufs Jahresende zu und damit herzlich willkommen zurück hier bei talradler.de. Und es ist mal wieder Zeit, einen Blick auf die Nordbahntrasse zu werfen. Und zwar, was mich natürlich als Barmer freut, schauen wir uns den Wuppertaler Osten heute mal genauer an. Und zwar hier ab der Lindehauser Straße bis zur Brücke Kohlenstraße ist inzwischen die Asphaltschicht aufgetragen. Und somit sind 2,2 Kilometer Nordbahntrasse in Wuppertaler Osten nutzbar. Im Gegensatz zu den anderen Bereichen der Nordbahntrasse führt das Stück, das gerade fertig geworden ist, durch die Dolinen, also durch ein Naherholungsgebiet. Und dort gibt es halt viel Wald, aber auch viel Fernblick und viele Landschaften zu entdecken. Ja, von der Brücke im Hölken sieht man diesen kleinen Tunnel dort im Bahndamm. Und wenn man da durchfährt, ist man fast schon in Schwelm. Da ist man nämlich an der Autobahnauffahrt Schwelm-Langerfeld. Ja, hier in der Brücke Kohlenstraße ist, wie gesagt, erstmal Ende, aber die Arbeiten ruhen jetzt nicht. Es geht auf dem nächsten Stück von der Brücke bis in Richtung am Diek weiter. Außerdem werden Zugänge geschaffen, wie zum Beispiel hier an der Windhoekstraße. Und es wird weiterhin gearbeitet. Zwischen dem Zugang an der Windhoekstraße und der Wittnerstraße wird auch wieder die bekannte LED-Beleuchtung vorhanden sein. Ja, und so sieht das Ganze dann von der Brücke Heinrich-Böll-Straße aus. Ebenfalls lohnt es sich mal am ehemaligen Bahnhof Heubruch zu gucken. Dort wird zwischen dem Steinweg-Viadukt und dem Viadukt an der Westkotterstraße bereits gebaut. Dort entsteht zurzeit das Pflasterband. Ja, und das war es ja auch schon wieder bei talradler.de mit dem aktuellen Baufortschritt auf der Nordbahntrasse. Ein Hinweis noch, alle Stellen sind immer noch Baustellen und deshalb mit Vorsicht zu benutzen.